Es war einmal und ist immer noch. Seit 20 Jahren gibt es die Märchenstraße hier in Milse. Im vergangenen Jahr musste leider Corona-bedingt eine Pause gemacht werden, aber in diesem Jahr sind die Märchen wieder zurück und ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt mal an. Heinz Neuerhaus hat die Idee zu den Märchen gehabt, hat das Ganze ins Leben gerufen und zwar mit Eintritt ins Rentenalter vor gut 21 Jahren. Und das hier war das erste von allen Märchen. Hänsel und Gretel, unschwer zu erkennen. Ich mache es in erster Linie für die Kinder. Warum? Weil die Kinder geben mir so viel zurück an Begeisterung, wenn sie dann des Abends davor stehen, dann schleiche ich mich manchmal ran und sehe die leuchtenden Augen und diese Begeisterung der Kinder, das ist mein Lohn. Ja, jedes Jahr zum ersten Advent geht's los hier mit den Figuren in der Märchenstraße. Also, wer sich das anschauen möchte, bis ungefähr Silvester bleiben die hier noch stehen. Der spaziert einfach mal durch den Sandbrink in Milse. Und wir hoffen natürlich, dass noch ganz viele Märchen in den nächsten Jahren dazukommen.